Die SV Ried ist, glaube ich, in der Umgebung im Innviertel eine große Nummer. Ich habe als junger Bursch natürlich Ried-Spiele angeschaut. Das liebe ich einfach, mit den Spielern so zu arbeiten, damit wir erfolgreich weiterhin sind. Ja, es ist ja trotzdem jetzt schon einmal ein guter Start gewesen, auch von der Performance her jetzt in den letzten zwei Spielen. Und ich hoffe, dass wir dann auch nicht nur von der Performance, sondern auch dann von den Ergebnissen her positiv weiterarbeiten. Ich glaube, die SV Ried ist ein sehr, sehr familiär geführter Verein, hat sich aber trotzdem ständig weiterentwickelt, ist nicht stehen geblieben und das macht, glaube ich, den Verein aus. In meiner täglichen Arbeit macht mir am meisten alles, was auf dem Platz passiert, Spaß, also wenn es wirklich um den Sport geht. Ich bin sehr froh, dass ich mit Thomas Reifelshammer da jemanden an meiner Seite habe oder mit mir habe, wo wir uns die Arbeit gut aufteilen können, wo wir gemeinsam Entscheidungen treffen können. Und das macht das Ganze dann schon erstens einmal lustiger und zweitens halbiert es den Stress auch irgendwo. Ich bin 1994 als U18-Trainer zum Verein gestoßen. Es war damals eine Zeit, wo also die Nachwuchsarbeit in Ried so richtig begonnen hat. Und bin dann über die Jahre vom Nachwuchstrainer zum Nachwuchsleiter geworden, dann zu den Amateuren und letztendlich bin ich dann bei den Profis als Teambetreuer gelandet. Ich denke, der Unica ÖFB Cup hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Ich war beim ersten Finale, glaube ich, von Ried, war ich jetzt als Fan vor dem Fernseher dabei. Beim zweiten Finale war ich hautnah von außen auf der Bank dabei. Und beim dritten Finale war ich am Feld dabei, leider verloren. Aber ich denke, der Cup ist einfach eine Riesenmöglichkeit, um in kürzester Phase oder mit kurzem Weg viel zu erreichen. Jetzt sind wir noch richtig gut dabei. Spielen jetzt zu Hause das Halbfinale gegen Hartberg und ich glaube, das ist schon eine Riesenmöglichkeit und eine Riesenchance. Nicht nur für uns als Mannschaft, sondern auch für den Verein, ein Finale zu bestreiten. Bei einem Cup-Sieg der SV Guntermatic Ried würde ich die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam zum Essen einladen. Würde ich natürlich mit allen Zuschauern, mit allen Spielern und Betreuern feiern gehen. Würde ich gerne den Präsidenten die Haare schneiden. Würde ich so wie beim letzten Cup-Sieg im Happelstadion am Boden liegen und alles wunderbar genießen.